Und da sind wir auch wieder vor der wunderschönen Treppe. Zurück bei The Vanishing of Ethan Carter. Genau. Ich merke mir das nicht, wirklich nicht. Tja. So, wir schauen das mal hier weiter rum. Und wir haben jetzt eben mal für uns eine chronologische Reihenfolge erstellt. Darunter leuchtet es irgendwie unter den Brettern, zumindest sah es so aus. Eine chronologische Reihenfolge für uns erstellt, wann wer gestorben ist. Und wir haben festgestellt, dass als erstes Chad der Onkel gestorben ist, der in der Gruft lag. Genau. Daraufhin ist er Ethan abgehauen. Ganz genau. Als zweites, weil da haben ja alle noch gelebt, als zweites ist die Mutter gestorben oder wurde getötet, weil da haben sowohl die beiden Söhne als auch der Vater noch gelebt. Ja. Danach ist der Vater gestorben, weil da hat man ja den Travis, den Sohn, noch gesehen. Danach ist Travis gestorben, das heißt der Bruder von Ethan, der wurde ja von Ethans Großvater, oh, genau, Ed, getötet. Das heißt, es sind eigentlich auf dem Foto schon 4 Leute tot und momentan, soweit wir wissen, wenn sie noch leben, Ethan und der Grandpa Ed. It's not my fault. Ich wollte nicht, dass das alles passiert. Das habe ich schon gelesen. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Also sie sind der Meinung, was auch immer Ethan ausgelöst hat, zum Leben erweckt hat, was weiß der Kuckuck, wäre wohl wieder bereinigt, zumindest die Familie dachte das, wenn sie Ethan opfern sozusagen. Die Musik ist gerade ausgegangen, ja, weißt du? Im Wind also. Irgendwas ist draußen im Wind. Da ist wieder die Musik. Wir gehen jetzt nochmal runter in das Haus. Für mich ist es ja wirklich offen jetzt. Wäre aber echt ein schönes Haus, wenn man das wieder aufbereitet. Ja. Auch das fast alle hier. Schön, die Gegend ist auch ein Traum. Ja. Also von der Optik ein bisschen weit weg vom Schuss. Wenn du jetzt mal einkaufen möchtest oder so. Bestimmt kein gutes WLAN. Das ist wahrscheinlich nicht, nee. Telefonverbindung bin ich mir auch nicht so sicher da oben. Aber schön. Ja. Die Natur, hier ist wenigstens noch Natur. Ja? Ich finde, es ist so ein Ort, entweder für, wenn man es sich leisten kann, einen Zweitwohnsitz. Ja, dass du einfach mal dem ganzen Hektik und dem Stress entfliehen kannst, dich ausruhst oder so. Oder eben auch ein Urlaubsort. Zum Leben wüsste ich es nicht, ob ich das dauerhaft könnte, wenn so gar nichts außer Natur mich drumherum ist. Ist zwar wunderschön, aber keine Ahnung, ob das dauerhaft was für mich wäre. Aber als Zweitwohnsitz hätte ich sowas echt gern. Das finde ich cool. Ich hoffe manchmal, dass ich jetzt, wenn ich so runter gucke, dass sogar einer langläuft, dass ich dann... Wer weiß, vielleicht sind wir auch nicht alleine auf der Insel, ich weiß es ja nicht. Schon eigenartig, ne, dass hier so niemand ist, zumindest nicht offensichtlich. Und ja, genau, wer sind auch wir, ja? Ja. Sind wir wirklich, vielleicht sind wir auch eine Art Schriftsteller, der einfach nur das untersucht, ein Krimi-Autor, weißt du? So in der Richard Castle. Ja, kann sein. Ich habe gerade überlegt, ganz zu Beginn, als wir angefangen haben mit dem Spiel, da hat sich ja unser Bildschirm aufgegangen, dass es dunkel war. Und da haben wir doch die ersten Sachen nicht mitgekriegt, oder? Weil stand da irgendwas zu uns. Ach so, weiß ich gerade gar nicht mehr. Das war alles in Ordnung. Ich gehe jetzt mal gucken, vielleicht haben wir hier ja wirklich irgendwas vergessen. Kann sein. Aber dein dezenter Wink auf Richard Kersten finde ich gut. Okay. Gucken wir beide leidenschaftlich gerne. Und alle da draußen, die es noch nicht wissen, die Bücher gibt's wirklich. Ja, ernsthaft. Ich hab's jetzt. Zumindest das erste. Wusste ich überhaupt nicht. Mein Gott, das haben wir doch eigentlich ja schon gelöst gehabt. Eigentlich schon. Keine Ahnung, vielleicht kannst du es doch wieder... Nee. Guck
Guck mal, wo das jetzt hinführt. Schnell, schnell, hinterher. Schnell. Vielleicht muss man die manchmal nochmal berühren. Muss man es bei den anderen auch manchmal noch machen. Okay, das ist hier hinten ab. Ah, deswegen war das vorhin noch abgebrochen. Es war die ganze Zeit noch blau gewesen. Jetzt kommt weil wir da nicht lang gelaufen sind. Warte mal, meinst du, es ging da rein? Oder es ging weiter geradeaus? Ich fand, es ging so enorm weit weg. Vielleicht ging das hier zu dem Haus. Ja, wer weiß. Oh, und es ist offen. Wunderbar. Und langsam. Gute Schalldämmung. Mhm. Oh, das Wasser da draußen, wie geil ist das, wenn du da so aus dem Fenster guckst? Ja, ehrlich. Da könnte ich mich sogar hinsetzen mit Buch lesen. Guck mal, bestimmt so Wasserpumpen und sowas. Ich schau das mal hier unten, da in der Mitte ist was. Ich geh mal gleich mal dahin. You disturbed it, not me. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Okay, wir können ihn loswerden. Okay. Hatte Travis this was in der Hand? Sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Ich lasse es lieber mal geöffnet, nicht, dass hier da irgendwas passiert oder so. Und ich frage mich auch, wir hatten in der Mine auch so komische Geister gehabt. Sind das vielleicht die Schläfer gewesen, die uns da, wo ich mich tierisch erschrocken habe? Ja, das war schön. Hier oben ist aber auch nichts. Ach, die Uhr, weißt du, das eine war um 7 und das andere war 5 nach. Vor 7. Gucken wir doch nach. Mal 5 nach, stimmt. Schauen wir doch mal schnell hier unten auf die Uhr. Was die sagt, das sieht nämlich aus. Nee, stimmt ja gar nicht. Doch. Doch, um 7. Und guck dann hinter. 5 nach. Ah, Dr. Watson. Du bist Dr. Watson. Oh, hier können wir irgendwas drehen. Okay, nur bei dem einen. Und dann drehen wir das dann mal. Gibt bestimmt gleich aus. Aber doch nicht. Doch. Das macht immer noch so krass. Ist das Wasser hier weg? Ist das nicht eigentlich für was schlecht? Was auch immer wir das brauchen, weiß ich noch nicht. Wenn ich gehst da erstmal raus und schaust mal. Aber eigentlich lassen die ja Wasser durch. Wenn ich das jetzt nicht durchlasse, müsste es eigentlich überfluten nach einer Zeit. Okay, dann gehen wir einfach mal hier lang. Weil ich der Meinung bin, dass es nicht zu lange ausmachen soll. Also dass es dann irgendwann wieder anmachen. Aber vielleicht muss es für einen Moment erstmal ausmachen. Könnte man das betreten? Hast du von drüben aus gesehen? Vielleicht ging das jetzt weg, jetzt da ich es ausgemacht habe, dass wir da schon durchkommen. Weißt du, vielleicht war das überflutet und man konnte ja nicht durchgehen. Habe ich nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Geht's aber jetzt gerade nirgendwo? Ah doch, hier? Nein. Geh da mal ein Stück nach rechts erstmal. Bis zur Mauer ran. Nicht, dass manchmal ist hier aber sowas vielleicht noch was versteckt oder so. Musst du da hoch? Nein. Und da? Springen oder sowas kann man da gar nicht, oder? Nee, aber wir könnten noch versuchen, einfach hier so hochzulaufen. Okay, ist irgendwas hier vielleicht? Das muss einen Grund haben. Ins Wasser kannst du nicht reingehen, oder? Nee. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Hinter das Haus vielleicht? Ist er vielleicht abgehauen, der Sohn? Nee, gut. Aber jetzt haben wir das Wasser ausgeschaltet. Ich finde immer noch mal, vielleicht kann ich noch mal dran drehen, vielleicht geht das ja noch. So. Jetzt will ich mal gucken, ob da das Wasser zufälligerweise wieder ansteigt. Warte mal bitte ganz kurz, geh mal jetzt hier links hin. Und guck mal kurz da irgendwo. Aber langlaufen kann man da auch nicht. In keinster Art und Weise irgendwie, oder? Nee.
Dann machen wir es nochmal aus und gehen hinten aus der Tür raus. Das muss ja jetzt. Vielleicht kommt da irgendwas, weil wir haben ja nur die Tür aufgesperrt und nicht geöffnet. Jetzt machen wir das nochmal aus. Gibt's hier irgendwas? Muss man gehen können? Unten auch nicht. Na dann. Gehen wir mal hier raus. Aufgesperrt ist es. Und wir lassen es auch mal aufgesperrt. Es plätscht aber immer noch so heftig, ne? So, das Wasser ist jetzt aber aus. Ja. Waren wir da unten schon? Ich gehe jetzt mal hin. Ach. Das kann sein, dass. Nee. Guck mal, jetzt ist aber dass jetzt da vielleicht das ablässt, der Wasserdruck, dass du da ein bisschen drüber laufen kannst dann. Vielleicht können wir es ja jetzt schon zufälligerweise. Siehst du? Ich glaube, wenn der Wasserdruck dann weg ist, dann. Oder da wenn ist. Wenn du hier durchklappst, ist es höher, dass du nicht durchklappen kannst. Jetzt sind wir schon mal hier drüber. Das sieht auch aus, ob da einer hochgeklappt ist, ja. Na gut. Aber schönes Moos, sieht gut aus. Hier sieht von der Grafik, finde ich, alles gut aus. Das ist spitzenmäßig gemacht. Da ziehe ich echt meinen Hut vor. Geh doch erstmal auch am Wasser lang oder kommst du da gar nicht hin? Doch, ich dachte schon, vielleicht liegt es ja auf dem Weg, was die suchen. Okay. Nein, ich meine einfach ab und zu mal da so rein, mal kurz gucken und wieder raus auf den Weg. Du läufst immer da so dran vorbei. Weil mittlerweile haben wir ja gelernt bei dem Spiel, dass es häufig so ist, dass es eben nicht auf dem Weg liegt. So wie hier gehe ich jetzt einfach mal da lang. Quer rein. Okay, ein Bach. Sieht auch schön aus. Und wie es scheint, müssen wir da hoch. Ich finde, du löst im Spiel genauso verwirrend und durcheinander, wie du es in Realität auch tust. Tja. Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I come. Den erkennen? Wer sind wir? Ja, ernsthaft. Auch eine schöne Brücke. Erinnert ein bisschen an Herrn Ringe. Zu den Elben. Ob wir vielleicht den Grandpa spielen, ohne es zu wissen? Zumindest ist er ja auf dem Cover drauf. Ja. Und den sieht man eigentlich nicht, außer in den Videoszenen halt. Guck mal, das ist auch ein schöner See. Obwohl der unendlich tief durch diese Spiegelung aussieht, finde ich. Ich bin ja da total schissrig mit was offene Gewässer angeht. Ich gehe da nirgendwo rein. Ich weiß nicht, das sieht immer so schön aus, wenn die dann in den Seen schwimmen oder so, und ich traue mich nie. Vielleicht, weil ich zu viele Filme geguckt habe und Angst habe, dass unter mir Haie auftauchen und Kraken und Ströme. Da vorne ist das ein bekanntes Haus. Geh doch hin. Würde ich sagen. Dr. Watson, gehen Sie hin und finden es heraus. Das ist abgebrannt. Ja, auf jeden Fall. Ah, vielleicht ist das das brennende Haus von dem Zauberer, was Ethan erzählt hat. Mit dem Zimmer. Guck mal, Löwen. Zwei Löwen. Ich geh erst mal hier draußen gucken. Also, da ist noch glüht. Kann das ja eigentlich noch gar nicht allzu lange her sein, ne? Ja. Und auch an sich anhand der Leichen, finde ich, sieht das auch so aus, als wäre es noch nicht so lange her. Das Blut, der Verwesungszustand, die sehen ja alle noch relativ frisch aus. Deswegen wird Ethan höchstwahrscheinlich auch tatsächlich noch ein Kind sein.
Ah. Guck mal hier, das sieht doch aus wie irgendwas Zaubermäßiges, oder? Buchstaben. Was sind das für Buchstaben? Ergeben die schon irgendeinen Sinn? Ah. Kann man das Alphabet machen? Kann man Ethan eingeben? Wie viele sind es denn? Ich hätte jetzt Carter genommen. Das kann natürlich auch sein. Wo würde man anfangen? Ethan. Oh, Ethan könnte eigentlich auch klappen, ne? Da ist aber das R für Carter. Warum machst du jetzt ein B? Nix, ich hatte, bin nur wollte zu dem rüber, hab geguckt, ob hier. Ist auch schon ein E. Aber kein T. Das mal aber da ist ein. Vielleicht kannst du doch Carter machen. Da war ein C bei dem. Bei irgendeinem war ein R dabei. Ich glaube. Was machst denn du nur? Ich guck nur jetzt, wo alles ein C ist. Wenn hier kein jetzt A ist, brauche ich nicht weiter drehen. Oder? Rein theoretisch. So, jetzt nehmen wir hier das C. Ist hier ein A zufällig? Ja, okay, dann müssen wir vielleicht auch was rausfinden. Vielleicht jetzt hier raus. Guck mal, Käse. Meinst du? Das wäre der Zufall ohne Ende. Das wäre wirklich cool. Wer die Serie nicht kennt, ich kann sie echt empfehlen. Macht Spaß zuzuschauen. Liegt hier noch irgendwas? Wir gucken mal bei den Löwen hier draußen, ob da vielleicht irgendwas... Also entweder die Serie kommt immer auf Kabel 1. Zu empfehlen oder ihr kauft sie euch. Und die Bücher nicht vergessen. Nebenher so ein bisschen Schleichwerbung machen. Product Placement. Ja, aber ich muss sagen, ich bin sowieso ein totaler Serien-Junkie. Ich liebe Serien. Ich gucke häufiger und lieber Serien als Filme. Der Opa nochmal, Chad. Ed. Travis. Ed. Travis könnte hingehen. Travis ist der Bruder. Lass uns mal Travis draus machen. Das wäre sie jetzt. Ist was wie ein V eingeritzt in den Berg. Mhm. Travis. Ich habe aber keinen Tee gesehen gehabt. Hast du irgendwo einen Tee gefunden? Ich habe irgendwie einen Tee im Kopf gehabt. Ich nehme ihn bisher noch gar nicht. Deswegen würde nämlich auch Carter nicht gehen, weil ich bisher keinen Tee gesehen hatte. Und Ethan. Chad. Nee, auch nicht. Wie hieß das Haus? Irgendwas mit V. Vandergriff. Okay, das ist viel zu lang. Wie hieß der Zauberer? Ich dachte, das wäre Vandergriff. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob es hier sowas wie ein Menü Meinst du, wie so eine Art Logbuch? Gibt's nicht. Dann müssen wir vielleicht was finden wegen den Buchstaben. Warte mal, die Himmelsrichtung ist jetzt auch nicht, gell? Nein. Nee. Dafür sind es zu wenig oder zu viele? Müssen wir uns mal genauer umschauen. Eventuell finden wir sogar irgendwas zu den. Steht auf den Sockeln hier irgendwas drauf? Die sehen auch so. Außer, was könnte man die berühren oder? Das ist nämlich dann das Zimmer, was er gefunden hat, denke ich. Immer wo diese Art Schläfer oder der Schläfer, was auch immer das ist, angeblich sein sollte. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass die Berge aussehen wie Buchstaben bei manchen. Na gut, das wäre jetzt ein Riesenzufall, dass die, glaube ich, die Lösung wären.
Wieso nicht? Das sieht aus, als wäre ein R drinne. Wasser. Oh. Was denn? Wenn es das Haus des Magiers ist, dann kannst du vielleicht aber auch nur der Name des Magiers. Hatten wir mal irgendwelche Worte gehabt, die wir. Zauberer, na, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß es nicht. Denkst du nicht weiter irgendwo? Das kann es jetzt nicht gewesen sein, dass wir da gerade jetzt nur an dem. Nein, wir machen an dieser Stelle einfach einen kleinen Cliffhanger. Du hast dir nur wieder einen schönen Aussichtspunkt gesucht, genau, um Schluss zu machen. Genau. Wir machen hier an dieser Stelle einen Cliffhanger. Tja, Leute, wir machen Schluss mit euch. Richtig, weil wir können das Rätsel nicht lösen. Ja, wir schaffen es einfach nicht. Das muss jemand anders machen. So, nein. Natürlich werden wir in der nächsten Folge das Rätsel hoffentlich lösen. Hoffentlich werden es jetzt noch 22 Folgen dafür brauchen. So ungefähr. Genau. Also, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was sich hinter diesem Tunnel oder dem Gully, was immer das sein soll, verbirgt. Tunnel? Wir gehen dann unten. Ach so. Was darin noch verbirgt, dann schalt wieder ein, wenn es dann wieder heißt, dass wir hier spielen. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.